Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau heim mit einem Quick-Tipp. Und zwar, wie man sich so ein Gesichtsschild selber baut. Mag doof aussehen, hilft aber tatsächlich. Die Idee kommt vom leitenden Oberarzt des Krankenhauses, ich glaube Görlitz war es. Die haben sich selber schon über 100 Stück gebaut. Und wie einfach das geht mit Sachen, die jeder im Büro hat oder vielleicht sogar zu Hause, das zeige ich. Und das Zweite, was wir machen, wir verlosen, schuld ich euch noch, die OLED M2 Air Pro Barrier. Und zwar in der Sonderedition, also die Green, die es nicht mehr zu kaufen gibt, von der es nur 400 Stück in Deutschland gab. Also liebe Leute, wenn euch das interessiert, wie man so ein Schild macht und wie man die Taschenlampen, oder beziehungsweise ob ihr die Taschenlampen gewonnen habt, dann bleibt einfach dran. Braucht er eben 2000 Watt. Warum ist das so ein Gesichtsschild, so ein Schutz, überhaupt wichtig? Ganz einfach, man geht mittlerweile davon aus, dass die meisten Ansteckungen über Aerosole, also über das Mund zu Mund oder Mund zu Auge, kommt. Das heißt, selbst beim Atmen kommen bis zu 1000 Tröpfchen mit einem Mikrometer Größe aus unserem Mund raus. Und das Blöde ist, die gehen nicht da raus und fallen runter und sind dann nicht mehr gefährlich. Nein. Ein Mikrometer fällt in der Sekunde um, jetzt muss ich selber schauen, 0,006 Zentimeter. Das heißt, bis das von hier einen Meter nach unten geht, kann bis zu 5 Stunden dauern. 5 Stunden. Wenn man niest, dann haben die Partikel in der Regel 10 Mikrometer, dann haben wir 0,6 Zentimeter pro Sekunde. Das heißt, es dauert 3 Minuten, bis die einen Meter nach unten gehen. Also habe ich hier Ansteckungsgefahr, es hat jemand in einem Raum genießt und ich gehe 2 Minuten später dadurch, könnte es sein, dass ich mich infiziere. Habe aber das Gesichtsschild auf, bleiben ja die ganzen Tröpfchen hier im Gesichtsschild hängen und es geht nur ein ganz kleiner Teil vielleicht dort unten rein. Und wenn ich dann eine Maske dazu habe, sollte ich zumindest relativ safe sein. 100% Schutz gibt es nie, aber der Schutz wird definitiv erhöht, auch von der Maske, weil die Maske ist unter dem Gesichtsschild. Und wenn schon mal gar nicht so viele Partikel an die Maske hinkommen, hat auch die Maske einen höheren Schutz. Muss man auch dazu sagen. Also vielleicht Maske und OP. Maske drunter, also das flache Teil, bringt mit Sicherheit einen wesentlich höheren Schutz als die Maske alleine. Und denkt dran, die Viren können über die Augen eindringen. Also Maske alleine schützt andere vor euch, schützt aber euch nicht vor den anderen. Muss man mal ganz klipp und klar sagen. So Leute, was brauche ich denn jetzt, um so eine Maske zu kreieren? Es ist eigentlich relativ einfach. Ich zum Beispiel benutze dafür Laminierfolie. Jetzt sagt man natürlich, naja, Laminierfolie, da sieht man ja gar nicht durch. Ja, von wegen. Wenn diese durch das Laminiergerät einfach so durchläuft, dann wird die nämlich schön klar. Wer jetzt kein Laminiergerät daheim hat, der kann auch zum Beispiel solche Overhead-Folien hernehmen oder vielleicht von so einer Mappe den vorderen Teil abschneiden. Irgendwas, was halt durchsichtig ist. Und was ein bisschen steif ist, das schaut nicht. Dann brauchen wir dazu einen Schaumstoff. Wenn ich jetzt sowas nicht dabei habe, kann ich ein Tuch verwenden. Ich kann auch, ein Stirnband zum Beispiel wäre optimal verwenden. Ich brauche dafür einen Tacker, eine Schere und dann je nachdem, zum Beispiel hier Gummiband. Oder ich habe hier mir zum Beispiel aus Klettband was gemacht, weil das hier einfach einstellbar ist. Ja. Und jetzt schauen wir uns, wie das geht. So, Punkt 1, wir laminieren hier die Folie. Man kann sich ja auch noch den Spaß machen, so wie ich, und sein Logo mit reinmachen. Ganz nach Lust und Laune. Bin gespannt, wie das dann ausschaut. Was man auf der anderen Seite auf alle Fälle schon erkennt, jetzt ist es plötzlich ziemlich klar, die ganze Geschichte. Und fertig. Schon mal Punkt A. So, man braucht nicht die ganze Breite, man kann es auf ungefähr 25 cm das Ganze kürzen. Dafür nutze ich jetzt Schaumstoff. Man könnte aber auch was anderes verwenden. Schneidet es auf die richtige Länge zu.
Damit haben wir schon fast fertig. So, jetzt kommt ein bisschen knifflige Teil. Also hier muss man quasi den Schaumstoff mit dem Gummiband zusammenmachen und dann am besten von innen her tackern, weil sonst habt ihr die Dinger im Gesicht, das ist nicht so angenehm. Sehr gut zielen. Ihr seht, so einfach geht das. Das machen wir hier noch ein zweites Mal. Genau. Schon habe ich es auf der Seite fest. Tja, und das war's eigentlich schon. Mehr ist es nicht. Man kann vielleicht hier nur ein paar mehr hermachen, dass es besser hält. Und man könnte auch noch einen in der Mitte hier machen. Also hierher. Aber ich probiere es jetzt mal, ob es ohne geht. So, das war's. Mehr ist es nicht. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich die so zusammenrolle und dann einmal ein, zwei Tage liefere, dann bleiben die, gehen die quasi hier noch enger dran und ich habe mein Schild fertig. Ganz easy, angenehm zu tragen. Und was eben der Vorteil ist bei den Laminierfolien, ihr seht es, ist der Atem, es läuft nicht an. Also es läuft kurz an und dann nicht mehr. Und da sieht man schon, dass jetzt schon mal ganz viele von meinen Tröpfchen sich dort vorne ansammeln, aber nicht mehr irgendwo durch die Gegend. Wenn ihr niesen müsst, was ich bei der ersten Testung gemacht habe, dann habe ich schon hier reingenießt und habe total vergessen, dass ich ja das Ding auf habe. Und ihr glaubt es gar nicht, was der alles abfängt. Ja, das ist nicht schön anzuschauen. Also, wie gesagt, ganz easy. Jetzt nochmal eindrehen. Das heißt, ich gehe dann her, drehe das einfach mal so ein, mache hier einen Gummi drüber und nach einem Tag habe ich es dann auch schön beieinander. Und schon habe ich eine schöne Gesichtsschild beieinander. Cool, oder? Leute, ich weiß, ich habe wieder das böse Thema Mexican Bierkrankheit gerade gehabt und ich kriege jetzt wieder 100 Links zu einem Doktor, wo irgendwas und zu einem Professor Bakterie. Ihr könnt euch das sparen. Ich habe die gesehen und ich bin über den Punkt, dass ich irgendwelche Leute irgendwas glaube, die ich noch nie im Leben gesehen habe, weit hinaus. Es ist doch schon da. Fragt doch die Leute, die sich damit auskennen, die täglich damit zu tun haben. Unsere Krankenschwestern, unsere Ärzte. Und unter vorgehaltener Hand erzählen euch die, wie es tatsächlich ausschaut. Und das hat mir vor ein paar Tagen ein eiskalten, und da juckt man immer nur einen eiskalten Schal und Rücken. Weil eines ist klar, egal wer von den beiden jetzt tödlicher ist oder wie auch immer, das interessiert mich auch nicht mehr. Ich will wissen, wie es aktuell ausschaut. Das interessiert mich. Keine Theorie mehr, wir sind jetzt in der Praxisphase. Und es ist ganz einfach so, dass wir wissen, dass dieses Mexican Beer Lungenentzündung verursacht. Und liebe Leute, jeder kennt jemanden, der Lungenentzündung schon mal gehabt hat. Das ist bei uns, wird man da top behandelt. Nach eineinhalb Wochen rennt man wieder rum wie ein junges Reh. Kein Problem. Nur wenn man nicht behandelt wird, dann ist es so wie vor 100 Jahren. Und da ist es verdammt tödlich. Und das ist genau das, warum die Fallzahlen in Italien bzw. Spanien so stark steigen, weil die einfach nicht mehr behandelt werden. Das ist das ganze Problem an der Geschichte. Es trifft im Übrigen nicht nur die Krankheiten, es trifft auch die normalen Krankheiten. Ich habe mir jetzt einer so schief erzählt, er hat eine Mittelentzündung und wollte ins Krankenhaus oder zum Arzt, der wurde überall abgewiesen. Tja, dadurch kann natürlich das Trommelfell platzen und dann hörst du plötzlich nichts mehr. Das ist kein Spaß nieder. Also auch indirekt kann es jetzt jeden treffen mittlerweile. Und was man auch weiß, dass diese Lungenentzündung eben, ich glaube, es nennt sie Fibrös, verbessert es mich, wenn ich es falsch sage, ich weiß es jetzt nicht mehr. Das heißt, hier können auch Langzeitschäden bleiben. Also auch wenn ich geheilt bin, kann es sein, dass mal was bleibt. Und deswegen ist das kein Spaß. Also liebe Leute, bleibt daheim, werdet zum Helden, habe ich euch schon gesagt. Rettet damit Leben, so komisch das klingt. Auf der Couch Leben retten, aber es ist zurzeit einfach mal so. Und bleibt gesund. So Leute, kommen wir wieder zum Positiven. Ich muss noch die Lampe verlosen. Und ich sage ganz ehrlich, es tut mir fast ein bisschen weh. Weil das Ding ist echt geil. Ich habe es bei mir am Gürtel dran. Ich habe die jetzt eigentlich überall mit dabei und mal sagen, schon geiles Teilchen. Gut, wir werden die verlosen und wer es gewinnt, das seht ihr jetzt. So Leute, wir haben das Video und hier sind die Doppelten raus und jeder, der diesen Hashtag mit drin hat, das sind 331 gültige. Und jetzt geht's zum Start. So, ich hoffe, ihr seid bereit. Und starten.
Und gewonnen hat Carina Schumann. Super, freut mich. Also bitte, Carina, schick mal E-Mail und dann schicke ich dir die Lampe zu. Wunderbar, und schon haben wir einen Gewinner. Also ich gratuliere dem Gewinner und wünsche viel Spaß mit dem Ding. Ist echt eine tolle Lampe, muss ich echt sagen. Und das war es wieder von mir. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über ein Like freuen. Oder wer noch nicht, gerne ein Abo, würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.